Recht herzlich willkommen zur 75. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir noch geguckt, ob wir irgendwo was ausbauen müssen. Das war nicht gegeben, glaube. Hier hatten wir ja diese Stelle da, die wahrscheinlich als nächstes bevölkert werden wird. Aber sonst war, glaube ich, alles, was wir schon hatten, okay soweit. Sonderhausen hatte auch nichts, glaube ich. Dieses Gebäude ist drinnen, ne? Was ist das überhaupt für ein Ding? Kein Besitzer, Bauschlosserei, okay. Und hier hinten hatten wir noch, weiß ich, Lauter, ne? Ja. Da ist auch alles im grünen Bereich. Obwohl hier hinten sieht es tendenziell dazu aus, als ob das auch noch wachsen würde. Gut, machen wir gerade die Karte auf und gucken da nochmal nach. Döbeln. Sieht auch gut aus, alles abgedeckt. Adolf Zell baut hier oben ein bisschen aus. Könnte sein, dass da was wird. Hier ist noch eine Stelle. Ah, und hier ist es auch nicht so weit weg, ne? Okay. Adenauer. Hat da oben was. Da müssen wir ausbauen. Okay, das bedeutet hier drei Felder nach da. 1, 2, 3. Das heißt, hier muss eine Bushaltestelle hin. Gut. Gut, dann machen wir mal hier. Ne, das ist verkehrt. Das ist richtig. Das zu. Aber erstmal hier war das, ne? 1, 2, 3. Das vierte ist die Bushaltestelle, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Rampe dahin oder nicht? Diese hier. Und fahren dann so rum da hoch. So, dafür brauchen wir das Straßentool. 50 km/h ist okay, ne? Und so. Passt. Bushaltestelle hin. Und dann ist es abgedeckt. Gut, und dann müssen wir den Stadtbus da natürlich verändern. Ja, machen wir hier oben über den Weg. Stadtbus Altenau oder Adenau, Adenau. Stadtbus Adenau, der oberste. Linie ändern. So. Das ist Adenau Starenweg. Gibt's denn da drüber schon mal? Nein. Oder? Louis Ost, Norddeutsch Ost, hm? Nee. Hört sich so ein bisschen doof an, dann da das zu machen, ne? Dann würde ich sagen, Ostdeutsches Rathaus kommt da weg. Louis Pestro. Ostdeutsches Rathaus ist hier. Und wo ist die andere Stelle? Da unten? Ach so, das ist... Geflügelhof ist... Nee, Geflügelhof ist nicht da unten. Was ist denn das hier für eine Karte? Für einen Weg, dann... Starnweg, Sattel, dahin, dorthin, wieder zurück und dann zum Geflügelhof. Dann kommt er da wieder hin, dahin. Dahin, dahin, dahin. Ich glaube, die Fahrtkarte hier ist irgendwie total doof gebaut, kann das sein? Ich glaube, da ändern wir was. Ich glaube, das ändern wir komplett. Na, hätten wir auch anders machen können, aber jetzt ist es so. Hätten wir vielleicht den Stadtbus anders hinmachen müssen. So, wir kommen erstmal von, wo ist denn der Rathaus, fährt er dahin, fährt wieder dahin. Fährt dann dahin, kommt wieder zurück, fährt dann dahin, dorthin, dorthin, dahin, dorthin, 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 zurück, fährt dann zum Geflügelhof. Weiß nicht, ob es Sinn macht. Und dann wieder zum
Ein ostdeutsches Rathaus. So ist das der beste Weg, finde ich. So, das sollte der Bus dann fahren. Dann hat er auch die neue Bushaltestelle dabei. Und das ist der Bus, oder? Ja. Ist vielleicht auch effektiver, weil der hat ja auch rote Zahlen. Vielleicht sind die dann nicht mehr rot, ne? So, er fährt jetzt runter zur Großbäckerei, oder? Jo. Ich glaube, der Wechselplatz ist hier, ne? Ja. Der Stadtbus und BV Döbeln, Radolfzelf. Ich weiß gar nicht mehr, was BV hieß. Busverbindung, keine Ahnung. Gut, jetzt kommt er mit 11 von der Großbäckerei wieder. Das hört sich nämlich schon mal gut an. Und fährt jetzt dann zu dieser Bushaltestelle, die da natürlich nicht optimal ist, weil nur eine. Aber da wird sich irgendwann ja auch mal was tun. Und fährt auf jeden Fall mit 16 Leuten da sogar hin. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass da so viele hinwollen. Aber ist so. Und ist auch gut so. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach so, hinter den Häusern war, weil die so hoch liegen. Gut, und 15 fahren sogar zurück. Ist ja auch krass. Gut. Ja. Ja, dahin lohnt sich natürlich auf der einen Seite nicht, aber das ist dann alles in der Verbindung, ne? So, jetzt kommt er zurück, fährt dahin und dann fährt er nach dem. So, hat er 24 mit. Das sind ja schon ordentlich viele, ne? Ist dann die Frage, ob man sowas nicht hier verbindet, diese Straße wegmacht, dass die Stadt sich da ausweitet, aber bringt das auch nicht unbedingt. So, von den 24 sind noch 15 da. Untereinander steigt keiner aus, denke ich mal. 12 und 3. Sattelstraße steigen jetzt noch welche aus. Ja, und die 3 sind für da hinten und da hinten ist gar keiner. Aber ist halt so erstmal, ne? Irgendwann wird das ja dann auch besser. Die 3 sind weg und keiner fährt mit. Weil von da nach da will keiner. Rad schneller. So, jetzt gucken wir, wer dazu steigt. Einer, cool. So, dann sind noch 8 weitere dazu gestiegen, auch gut. Vor allem, die fahren gar nicht alle zum Bahnhof, ne? Einer, achso, der steigt direkt am Rathaus dann aus, okay. Und da ist er leider schon voll. Auch cool, ne? Das heißt, der konnte da gar keinen mitnehmen. Jetzt fährt er zur Großbäckerei, holt da 6 weg, setzt die ab. Und wo fährt er jetzt gerade lang? Unten bei der Großbäckerei war er, eben beim Geflügelhof. Und jetzt hat er 37 Leute mit zu der Straße da. Okay, krass. 15 fahren wieder mit zurück. Auch nicht schlecht. 5 nimmt er mit. Die wird da alle los. So, einer von da hinten wieder. Eben waren da 8, die da zustiegen, oder 7. Oh, das sind reichlich. Und da ist er wieder voll. Das bedeutet, das müssen wir ändern. Das funktioniert dann nicht. Linie ändern. Rathaus Großbäckerei ist okay, das ist auch gut. Dann fährt er zur Paulusstraße. Und von da aus fährt er am besten einfügen. Oder Paulstraße, fährt er erstmal zum Rathaus zurück. Das war verkehrt. Muss dahin. Den hier können wir löschen. V-Straße Rathaus und dann zur Sattelstraße. Und da, hinter der Sattelstraße, machen wir auch erstmal wieder zurück zum Rathaus, glaube ich. Weil da war er auch schon voll, ne? Einfügen. Rathaus, dann zum Starrenweg. Dann kann er ruhig die beiden anfahren und dann zurückkommen.
So, und wenn er da oben war, am starren Weg, da können wir dann auch nochmal Rathaus einfügen. Und dann die Ochstraße. Beziehungsweise, warte mal, das ist alles Blödsinn. Wenn der da hin und her gefahren ist, ne, dann braucht er da nicht noch mehr hin und her fahren. Paulusstraße, Sattelstraße, Oststraße, Starrenweg. Oststraße, hier, das kann schon wieder doch weg. Da braucht er nicht mehr hin. Zur Paulusstraße braucht er auch nicht hin, da war er nämlich schon. Der kann auch weg. Und dann geht die Reise wieder zum Geflügelhof los. So, jetzt sollte es passen. Okay, und der ist da. Der kommt jetzt gerade von wo? Vom Geflügelhof. Das ist gut. Hat da 7 Leute mit. So, fährt zur Großbäckerei mit 6. Und auch mit 6 wieder zurück. Fährt dann mit 33 Leuten zu dieser Luise-Pasteur-Straße oder Ring. Und bringt 20 wieder. Wow. Da hat er 37, bringt 34 zum Sattlerstraße. Kommt da mit 37 zurück, krass. 16 für da hinten, beziehungsweise 11. 13 zurück. Und wie viel kriegt er jetzt? 24, das ist schon ziemlich voll, ne? So, jetzt fährt er zur Großbäckerei oder fährt er hin? Nee, zum Geflügelhof erst mit 11 Leuten. Kriegt er auch 13 zurück. Großbäckerei 9, 9 zurück. 12 zu dieser Luisen-Pasteurstraße, ne? Luis-Pasteurstraße. 20 zurück, cool. 13 dahin. 25 zurück. 28 dahin. 37 immer noch zurück. Ist natürlich der Stadtkerner, Sattlerstraße, ne? 12, 14. Okay, läuft. Ich glaube, das können wir so lassen. Der Stadtbus geht erstmal. Gut, dann gucken wir hier oben Hardexen und so. Und Altenau. Da ist aber noch alles im Rahmen. Wir hatten da irgendwie schon mal geguckt nach der Straßenbahn, ne? Weiß gar nicht, wie viel da drinnen sitzen. Da ist er gerade. 3 von 142, okay. Stadtbus fährt und hat auch gut hier so. 5 Passagiere fahren zurück. Ah ne, die sind noch unterwegs. Jetzt kommt er dahin. 142 steigen ein für Altenau. Am Rückweg nimmt er nicht so viele mit. So, diesmal dann nur 56. Das bedeutet, jetzt klappert er auch die Bushaltestellen alle ab und macht die leer, wenn. Okay, funktioniert er. Und da sind 19, alles klar. Ist ein bisschen im Minus, aber wir haben auch gerade den 17. Januar erst. Gut, wenn der nächste Zug kommt und der eine Runde voll fährt, dann ist es wahrscheinlich auch passend. Oder da hinten ein Schiff angelegt hat. Da kommt jetzt gerade einer. Unten rein hat Passagiere und dann wird das da oben auch vielleicht besser sein. So, jetzt hat er nämlich 142. Und 137 noch. Jetzt hat er sie abgeliefert und oh, 532 noch miese. Das ist nicht so dolle, ne? Nochmal 84 drinne. Ja, das er fährt nicht so dolle Zahlen ein. Okay, aber gesamt wird es dann passend sein. Ach so, Hardexen, haben wir ja geguckt, war alles in Ordnung, ne? Ja, das ist halt auch nicht groß hier, ne? Gut, dann haben wir noch dieses Städtchen, was da interessanterweise eine Stelle hat. Okay. Hier tut sich nichts. Wie an der Schnur ist diese Stadt aufgebaut? Alles klar.
Genauso wie die, ne? Die baut sich so auf. Weil ist ja hier auch nichts anders im Endeffekt, ne? Ein bisschen mehr Verzweigung. Lauter hat da schon eine Stelle. Sonderhausen liegt im Schnee. Döbel nochmal gucken. Alles gut. Radolfzell auch. In Radolfzell ist ein Stau. Da, der Bus. Okay. Da haben wir ein Busproblem also. Was ist da zu machen, dass das kein Problem ist, ne? Also der wartet jetzt hier drauf auf 100, nee, auf 10% Beladung. Da fehlt ja nur einer dann, ne? Kommt der da auch noch rein? Geht natürlich gerade gar nicht, ne? Falscher Knopf. So, jetzt ist er weggefahren. Und der zweite zieht hinterher, oder wie ist das? Der müsste doch da jetzt stehen, oder sehe ich das falsch? Oh. Die sind beide durchgefahren, oder wie? Das ist ja doof dann. Warum ist das so? Oh Mann. Die kommen jetzt beide nacheinander hierher dann, oder? Das war auch nicht. Da kommen sie. Der erste fährt locker durch. 96 Fahrgäste und der zweite, und der war wahrscheinlich auch voller, deswegen ist er durchgefahren, ne? Passt dann schon. Aber das war jetzt auch wieder nicht das Ziel davon, ne? So, den verfolgen wir jetzt. Der zweite ist hinten dran, da sieht man schön. 100 Fahrgäste. Fährt er hier über Land, da lang. So, der hat jetzt nur 28, fährt also weiter. Verfolgen aus. So, und der zweite müsste jetzt leer sein. Nö, der hat noch 59 Passagiere. Deswegen fährt er auch hinterher. Gut, nochmal das Ganze. Warte mal, dann nimm den zweiten doch auch nochmal gerade mit. Ja. Da ist er. Schicken Landschaftsbilder aus. Ja, jetzt hat er 100. Also keinen drin, der untere. Der obere fährt weiter. Wo kriegt der untere Bus Fahrgäste? Da hinten hat er jetzt zwei gekriegt. 79 da oben. So, jetzt passt's. So, jetzt wartet der untere. Der obere fährt weiter. Das können auch noch alle überholen, oder? Ja, das machen sie auch. So, jetzt steht da einer drinne. Bisher haben alle überholt und jetzt ist einer, der nicht überholt. Das ist jetzt die Frage, warum ist das so? Gut, jetzt fährt er. Der andere ist noch nicht da. Wo fährt der andere rum? Okay, der ist noch vor Radolfzell. Naja, dann wird sich das irgendwo amortisieren. Blöd ist nur, wie gesagt, dass der da steht und, ne, hat das Problem, dass er da nicht weg darf. Dann würde ich tendenziell dazu neigen zu sagen, komm, wir machen das anders hier. Machen das so. Bushaltestelle dahin. Die andere weg. Ne, wie machen wir das so? Dann ist das weg. Gehen auf die Linie. Und Linie ändern. Freier Wegpunkt kommt da jetzt einfügen hin. Und zwar der. Und dann löschen wir den freien Wegpunkt raus und alles ist gut, oder?
So, jetzt müssen wir noch einen freien Wegpunkt haben. Das ist der. Einfügen. Und der freie Wegpunkt kommt auch weg. So, jetzt sollte das wieder funktionieren. Jetzt verfolgen wir den mal gerade noch. Der fährt jetzt da lang. So, jetzt muss er abbiegen, da drauf fahren. So, hat mehr wie 10 Gäste, fährt also durch. Ja, super, jetzt müssen wir nur noch den freien Wegpunkt ändern, fällt mir gerade ein. Da, nicht den freien Wegpunkt, die Klosterbrauerei müssen wir noch ändern, auf 100% stellen. Oder 10% waren es. Mach den mal jetzt hier aus gerade. Großer Rohrerei, Betriebshof, oder? Ja, 10%. Und ich mach's auf beiden Seiten. Egal. Passt. So. Jetzt schneller laufen lassen, gucken, wann einer da steht. So, der erste ist da und wartet. 3 Gäste. So, der andere ist gleich schon da. Warum steht jetzt da ein LKW, bitteschön? Der hat doch da gar nichts zu suchen. Warum stellt er sich jetzt da an? Für mich unerklärlich. Das ist kein Halt für dich. Du hast deinen Halt doch da. Und Auswahlschilder stehen hier, aber nirgends woanders. Boah, ey. Radolfzell-Markt ist da unten und das ist da. Ich weiß nicht, wie der da jetzt hingekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der da hingekommen ist. Fährt er da jetzt immer hin, oder was? So, der Bus muss jetzt leider weiterfahren. So, der fährt jetzt. Hat er sich verfahren hier, oder was? Ist doch Killefit jetzt gewesen, oder? Warum fährt so ein Bus da an die Personenstelle, der vor allem auch von hier kommt? Der kann doch da reinfahren, beziehungsweise hier. Für mich unerklärlich. Der ist schuld hier. Jetzt fährt er da auch rein. Warum der da eben war, keinen blassen Schimmer. Weil hier wahrscheinlich alles voll ist, ne? Kann das sein? Und dann sucht er sich einen anderen und das ist der. Schade. Das war auch so ein Einzelding. Und nee, da ist gerade auch einer wieder reingefahren. Von dieser Sorte LKWs, ne? Okay, das ist nicht gut. Da müssen wir dann nächstes Mal gucken, dass wir sehen, welcher LKW da noch reinfährt und gucken, ob wir den nicht dann irgendwie loswerden. Einer von den dreien war das, wetten. Und das liegt daran, dass diese drei Halte dann besetzt sind. Gehe ich von aus. Gut, dann müssen wir das nächste Mal noch wieder ein bisschen umbauen, denke ich. Und dann sehen wir weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.